Sollen wir loslegen? Ja. Super. Ich habe schon ein bisschen aufgenommen. Aber kommt es gut, tönt es gut. Der vordere Teil. Ein bisschen schneiden wir vielleicht noch ab vorne drauf. Es also, kommt gut. Es kommt gut, ja. Also. Ich bin da geboren, wie auch viele Secondos. Der Unterschied aber ist, dass die Secondos gleich, also die, die ich kenne, irgendwo eine Connection haben zu ihrem Heimatland. Genau. Die ganze Thematik Migration, Rassismus, Ausgrenzung, Heimat, Herkunft von einem anderen Blickwinkel aus. Das war eine Völkerschau und die haben Menschen aus diversen Ländern von Afrika eingeladen. Gutes Neues an dieser Stelle, meine Damen und Herren, das ist genau der richtige Moment, um eigentlich eine neue Folge zu hören vom Surprise-Tag, weil vielleicht gar noch nicht so richtig im Jahr ankommen, vielleicht noch ein bisschen im Teig von den Silvesterfeierlichkeiten, vielleicht, wer weiß. Aber so auf jeden Fall so ein bisschen zuhören, einfach ein paar Minuten, das geht ganz sicher schon. Und das Mal reden wir mit der Rahel Baines. Sie hat einen Brief geschrieben an ihre Tochter, wobei man muss sagen, der Brief hat eher so einen symbolischen Charakter, weil es geht um viel mehr, nämlich um Rassismus, Heimat und zum Beispiel auch Fremdsein im eigenen Land, aber auch noch einiges mehr. Der Brief, der hat den Titel «Woher kommst du?». Die Neujahrsausgabe, die erste von 2020 in unserer Podcast-Serie «Surprise-Tag». Wir reden mit Autorinnen und Autoren über ihre Geschichten, die dann im Strassenmagazin kommen. Und wir sind heute bei der Rahel Baines. Bevor wir über deinen Text, deinen Brief an deine Tochter reden und wollen dort mal so ein bisschen inhaltlich reingehen, vielleicht, wir sind im wunderschönen Zürcher Niederdörfli, in einem kleinen Häuschen im Hinterhof. Wo sind wir da genau? Wir sind im Rindermärt und das ist ein Atelier von meiner Freundin, der Serena Kobler. Und sie hat uns das zur Verfügung gestellt heute. Und es ist ein wunderbarer Ort zum Schreiben, zum Recherchieren, zum einfach sein. Da entstehen unter anderem so Texte wie der, den wir jetzt dann bald im Strassenmagazin lesen. Der ist da zumindest überarbeitet worden von mir. Der Text ist aber schon viel früher entstanden. Jetzt muss ich gerade überlegen, wenn der, ich würde sagen 2018. Mhm. Anfangs 2018. Genau. Im Rahmen von einem Matz-Kurs, Magazinjournalismus. Und wir haben dort müssen drei Themen inputen. Und eins haben wir müssen umsetzen. Und man hat dann im Plenum abgestimmt. Und alle haben dann einstimmig für den Beitrag Quote. Ich habe den Auftrag bekommen, red doch mit Rahel Baines über ihren Brief an ihre Tochter. Und denkst du, ja gut, wird ein Brief geschrieben an eine Tochter, spannend, eigene Reflexion mit dem Leben und was muss man seinen Kindern weitergeben. Und dann kommt aber noch viel, viel mehr natürlich, gesellschaftliche Sachen, Alltags, Rassismus beispielsweise. Es hat auch so Wörter drin, die ich noch spannend finde. Ich weiß nicht, hast du die erfunden? Wurzelsmaltag. Das ist nicht, nein, das habe nicht ich erfunden, aber es ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ja. Es hat eine deutsche Journalistin verwendet, auch in diesem Kontext eigentlich. Sie war aber selber nicht direkt betroffen von Wurzelsmalltag. Ihr ist das aber aufgefallen, dass sich Leute mit Migrationshintergrund eben, und egal aus welcher Generation, auch wenn das irgendwie schon zwei Generationen hinter ihnen liegt, aber wenn man sie ihnen einfach ansieht, müssen sie sich immer noch erklären. Und das hat sie so ein bisschen bemängelt. Und ich habe das noch spannend gefunden, die Bezeichnung Wurzelsmalltag. Weil sie eigentlich nicht böse gemeint ist, aber gleich immer wieder aufs Gleiche abzielt. Eben, woher kommst du? Das hat einen Hintergrund, weil die Leute teilweise dich mit dem konfrontieren, aber auch deine Mutter schon mit dem konfrontiert worden ist, weil ihr vielleicht nicht so ausgesehen wie so ein 0815 Bürger aus der Schweiz. Und das langt eigentlich schon, um vielleicht mal irgendwo in eine Situation zu kommen, wo man Hochdeutsch angesprochen wird oder Englisch.
Genau, und lustigerweise sind wir eben eigentlich einfach Viertelbürger aus der Schweiz. Sogar meine Mutter, das kommt auch im Text raus, sie ist mit 4 als Waisenkind in die Schweiz gekommen, von Vietnam. Das war Vietnamkrieg gewesen und hat aber auch noch afroamerikanische Wurzeln, ist darum sehr dunkel. Also ich nehme an, da hat sie viel von ihrem Vater mitbekommen. Das ist auch sehr eine komplexe Geschichte. Also man geht davon aus, dass der Vater von deiner Mutter wahrscheinlich ein afroamerikanischer Soldat war. Ja. Genau. Und die Mutter wird noch mehr sein. Und das sieht man schon auch, aber nicht auf den ersten Blick. Also sie sieht wirklich aus wie eigentlich eine Afroamerikanerin. Oder eben viele sagen auch, oder fragen sie, ob sie Brasilianerin ist oder aus dem afrikanischen Raum. Sie hat auch Locken. Sie ist eine wunderschöne Frau. Eine herzensgute Frau und aufgestellt und motiviert. Und, ich würde nicht denken, dass sie so eine Geschichte hat. Und sie ist auch immer wieder mit solchen Sachen konfrontiert worden. Also wirklich auch Rassismus noch in ihren jungen Jahren. Das kommt im Text auch vor. Das habe ich nie so erlebt. Sie hat das aber immer sehr gut wegstecken können und hat sich, glaube ich, auch weniger damit beschäftigt als ich. Das finde ich noch spannend, weil sie teilweise, also das kommt in dem Brief an deine Tochter auch führen, wie deine Mutter mit dem Thema umgeht, völlig anders als du, habe ich das Gefühl. Also nicht überall, aber teilweise schon essentiell, gerade wenn man konfrontiert ist mit rassistischen Aussagen, lässt man es einfach links liegen, so habe ich das Gefühl, macht es deine Mutter und du findest es schon nicht okay. So. Also sie findet es auch nicht okay, aber sie geht einfach völlig anders mit dem Thema. Sie geht völlig anders mit dem Thema um. Wie gesagt, sie ist auch mit schlimmerem Rassismus. Ich tue ja das mehr so ein bisschen vielleicht auch gut gemeinten Rassismus so thematisieren und einfach anders sein. Und ich frage mich, wieso das überhaupt noch das Thema ist. Aber sie ist ja wirklich, eben hau ab, du schwarzer Teufel, haben sie ja schon gesagt. Und als Kind auch Neger. Aber sie hat das als Kind, glaube ich, gar nicht als schlimm empfunden, hat sie mir gesagt. Und jetzt, ich glaube auch durch ihre offene Art und positive Art, und sie hat ja eben einen festen, intensiven St. Galler-Dialekt, kommt sie erstens auch weniger in so Situationen jetzt. Und wenn, kann sie das, glaube ich, einfach gut wegstecken. Mhm. Und wo ist eigentlich der Ursprung? Also klar, du sagst einen Mathe-Kurs, aber Wie kommt die Idee zustande, zu sagen, ich will das gerne jetzt mal verarbeiten, ich will gerne meiner Tochter einen Brief schreiben, klar für ein Magazin, aber irgendwann, deine Tochter ist jetzt 8, irgendwann liest sie ja den, wenn sie dann erwachsen ist oder eine junge Erwachsene ist, oder? Wie kommt die Idee zustande, all das mit historischen Hintergründen, die der Text beinhaltet, wie kommt man auf die Idee, zu sagen, ich muss das mal irgendwie an einen Brief, in eine Briefform packen an meine Tochter? Also Briefform ist ja eigentlich erst später entstanden. Der Text hat sich über die fast 2 Jahre sehr gewandelt. Er ist in der Länge, aber auch inhaltlich. Es war zuerst eigentlich eine Ich-Geschichte gewesen. Und das Problem war, dass das Thema eben, hey, woher kommst und wer bin ich und sich nicht willkommen fühlen in der Schweiz. Das ist ja sehr oft in den Medien thematisiert worden. Und ich habe das auch mitbekommen und gelesen und habe aber gefunden, hey, einen Moment, meine Geschichte ist irgendwie anders, weil... Und das ist auch das, was ich eigentlich stossend finde. Ich bin da geboren, wie auch viele Segundos. Der Unterschied aber ist, dass die Segundos gleich, also die ich kenne, irgendwo eine Connection haben zu ihrem Heimatland. Mhm. Genau. Die haben vielleicht irgendwo noch eine Grossmutter herum, die sie besuchen können. Oder Eltern, die dort gelebt haben und ihnen noch irgendetwas mitgeben von dem. Und das fehlt uns ja komplett, weil eben, ich beschreibe auch eigentlich die einzige Erinnerung, die meine Mami noch hat an Vietnam. Das ist so eine kurze Szene und that's it. Und wir waren auch nie mehr gewesen, beziehungsweise ich noch nie und sie ist nie mehr zurück. Also haben wir dort gar keine Wurzeln und gar keine Connection. Und das Einzige, was wir haben, ist
die Schweizer Familie, meine Schweizer Grosseltern, eben das Toggenburg, wo sie wohnen, wo wir viel gsi sind als Kind, ich und meine Geschwister. Wir haben Schweizer Freunde von unseren Eltern. Also wir haben null Bezug gehabt zu unserer zweiten Herkunft. Und dann aber gleich das Gefühl bekommen, dass man da nicht willkommen ist, dass man eben in dem Land und dem einzigen Land, das man kennt und wo man sich zu Hause fühlt, immer wieder in gewissen Situationen spüren muss, dass es eben doch nicht so ist und dass man von außen nicht so wahrgenommen wird. Das hat mich beschäftigt. Und durch das ist dann eigentlich die Idee entstanden, hey, ich würde das gerne mal thematisieren. Die ganze Thematik Migration, Rassismus, Ausgrenzung, Heimat, Herkunft von einem anderen Blickwinkel aus aufnehmen. Da gibt's die klar frontal rassistische Szene, wo jemand sagt, hau ab, oder du bist fremd da, geh zurück in dein Heimatland. Da gibt's aber auch die, die einfach dich auf Hochdeutsch ansprechen, wo ich dann teilweise denke, es ist vielleicht schon auch letztendlich nicht so nett, weil man könnte ja einfach mal Schweizerdeutsch anfangen und davon ausgehen, dass auch eine Frau mit ein bisschen dunklerer Haut oder einem dunklerem Teint einfach normal Schweizerdeutsch kann reden. Und dort ist aber, dort finde ich die Absicht ein bisschen andere, findest du nicht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das erste Beispiel, das du beschrieben hast, das ist nur, das habe ich auch als Beispiel genommen, das hat mir niemand gesagt, aber das ist oft die Reaktion, jetzt vor allem in dem ganzen Online-Journalismus, wenn es um das Thema Migration und Flüchtlinge geht, sind das dann eben Kommentare, die kommen. Das habe ich im Text so aufgenommen. Das habe ich zum Glück nie müssen mir anhören. Das Zweite aber sehr oft, und ich finde es halt auch noch schwierig, jetzt bin ich 30 und das macht mir so ein bisschen Gedanken, dass es auch in meiner Generation offenbar noch ein Thema ist. Und es ist nicht so, dass mich ältere Leute mit Hochdeutsch anreden, sondern auch Jüngere und Leute, die zum Teil jünger sind als ich. Also es ist wie, das macht mir so ein bisschen, nicht gerade so, mal schon ein bisschen Sorgen, weil ich habe eigentlich sehr fest auf unsere Generation gesetzt, dass das bei uns kein Thema mehr ist. Und dann gleichzeitig natürlich auch als Mutter wahrscheinlich noch Sorgen machen, wie gehen meine Kinder mit dem um? Oder jetzt in dem Fall auch meine Tochter? Oder wie werden sie konfrontiert mit dem Thema? Genau, und ich bin froh, dass das bis jetzt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, noch nie ein Thema war. Jetzt für meine Tochter sicher mal nicht. Ja, sie sind auch alle, also die Kleinste ist 2, das ist eh noch zum Glück kein Thema, aber sie sind alle super integriert in ihren Kindesgi- und Schulklassen und haben Freunde und das ist schön. Es ist eigentlich kein Thema. Aber man ist sich nicht so ganz sicher, ob das verhebt zur Gesellschaft. Genau. Also, das ist vielleicht dann einfach wieder völlig ein anderes Thema, aber mein Sohn, der hat schon auch, es hat schon mal so einen Moment gegeben, wo er sich schon auch mit dem auseinandergesetzt hat, wo es auch schon einen Kommentar gegeben hat, wo man dann aber gleichzeitig muss sagen, hey, es sind einfach auch Kinder. Ja. Das ist, finde ich, ist dann wieder völlig ein anderes Thema, wo man aber auch muss ein Auge drauf haben. Ich hoffe sehr, und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie den Brief vielleicht einmal liest, meine Tochter und mein Sohn und meine jüngste Tochter dann auch mal, und dass die finden, hey, ist im Fall überhaupt kein Thema mehr für uns. Das wäre so meine Hoffnung und mein Wunsch. Aber, wie ich auch im Text beschreibe, wenn ich also die politische Entwicklung nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Europa beobachte und wie die Leute auf Fremde oder auf ja, anders aussehende Leute reagieren. So. Genau. Und was eben auch noch auf uns wird zukommen, das wissen wir alle nicht, aber wir wissen nicht, was für Flüchtlingsströme werden kommen, wie man da damit wird umgehen, wie die Toleranz auch wird sein aus der Bevölkerung. Das macht mir so ein bisschen Sorgen und ich mache mir Gedanken darüber. Und darum auch der Brief, um auch mal aufzuzeigen, hey, wie man sich dabei fühlt und wie vielleicht jeder Einzelne sich auch selber kann hinterfragen. Auch wenn man, wie du vorher gesagt hast, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, über die Hochdeutsch anreden, aber es impliziert ja gleich, hey,
du gehörst irgendwie nicht da an und du siehst anders aus und ich tue dich jetzt schon mal in eine Schublade. Unbewusst und auch vielleicht wirklich nicht böse gemeint. Es ist für all die den Text natürlich noch nicht gelesen haben jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber übrigens noch erwähnenswert, finde ich, und darum eben zusätzlich noch lesenswert. Es ist ja nicht einfach so, ich erzähle euch jetzt mal meine Geschichte oder meiner Tochter eine Geschichte aus meiner Vergangenheit und der von ihrer Großmutter, sondern er ist bestückt, der Text, und das macht ihn eigentlich auch schon fast ein bisschen zu einem Essay, finde ich, mit so historischen Abriss, unter anderem auch, was ist in Zürich gewesen, gar nicht, also wahnsinnig weit weg von dort, wo ihr wohnt. Du beschreibst das als Szene dort, wo du einmal am Fußballmarkt gehst, genau, und eine kurze Busfahrt entfernt. Wo noch kein letzter Grund dort gestanden ist, hat es eine Art Völkerschau gegeben, wo man kannst du das schnell beschreiben? Was hat man dort genau gemacht? Genau, also es hat Negerdörfli geheissen. Das war eine Völkerschau und die haben Menschen aus diversen Ländern von Afrika eingeladen. Ist jetzt so sehr diplomatisch ausgedrückt. Die sind dann in ihren Hütli aus Lehm und Stroh gewesen, haben dort ein paar Wochen oder zum Teil einen Sommer lang sind sie dort stationiert gewesen und die Leute sind dann wie im Zirkus dort an und haben die Menschen angeschaut. Es ist noch schwierig, jetzt darüber zu reden, weil es tönt so absurd. Man hat die Menschen einfach angeschaut und geschaut, wie sie leben. Und ja, und ich glaube aber eben auch, dass es wirklich auch dort nicht, es ist einfach, sie haben sich dafür interessiert, sie haben das spannend gefunden. So komisch, dass es jetzt tönt und so prekär eben auch die Bedingungen gewesen sind von den Menschen, die dort gelebt haben. Und das ist jetzt nicht nur ein schweizerisches Phänomen, die sind überall in Europa umgezogen. Das war so ein Phänomen gewesen, die Dörfli, eben die Negerdörfli. Auch in Deutschland hat es die gegeben. Und ich bin auch durch die Recherche darauf gestossen. Auf das Thema. Knüpft aber auch an einen Punkt an, der ganz am Anfang vom Text ist, wie du an deiner Tochter sagst, du hättest ihr vor kurzem Pippi Langstrumpf vorgelesen. Und wie dort der Vater von der Pippi Langstrumpf, die einen mögen sich vielleicht noch an die Bücher erinnern, was dort im Wortlaut-Original steht, nämlich der Vater sagt der König aller Neger, glaube ich. Genau. Du in dem Moment natürlich das Ganze umformulierst und sagst, genau, das kann ich niemals so meiner Tochter irgendwie sagen. Es ist einfach auch nicht mehr zeitgemäss. Ja. Ich bin vorher daher gelaufen aus Zürcher Niederdorf und laufe an einem Kaffee vorbei, der Mohrenkopf heisst. Also es ist ja immer noch irgendwo vorhanden, die Sachen. Das ist aber sehr ein aktueller Punkt. Was macht man mit dieser Literatur, die veraltet ist? Und, also ich will jetzt da nicht nochmal eine neue Diskussion aufmachen daraus, aber du gehst ja offenbar aktiv mit dem um, du formulierst es um. Muss man das irgendwie aus deiner Sicht konsequent ändern, mehr thematisieren? Ein sehr schwieriges Thema. Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil Literatur im Nachhinein abändern, weil es ist ja aus dieser Zeit, also ich finde es unheikel. Und jetzt einfach vom Gefühl her, wäre ich natürlich happy, wenn nicht würde stehen, das ist der König von allen Neger, die jetzt auf dieser Insel leben. aber ich möchte damit nicht sagen, dass man jetzt die ganze Literatur müsste umschreiben müsste. Also das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, das man wirklich müsste beleuchten. Und es wird ja auch diskutiert und thematisiert. Finde ich aber sehr heikel und schwierig. Aber ich bin schon, wir haben uns auch gefreut, als wir das alte Buch gefunden haben. Eben Pippi Langstrumpf, wow, und nicht eine Neuauflage, sondern wirklich eine von früher. Und dann eben sind wir in diesem Bett und Kuschelig und Lämpli und so. Jetzt soll ich dir da ein bisschen vorlesen. Und genau, und das ist wirklich, ich weiss auch nicht, auf der ersten Seite steht das schon. Und wie du gesagt hast, ich musste freestylen und irgendwie haben dann zum Dschungelkönig erkoren. Ich habe das letzte Jahr gelesen, also ich bin nicht mehr ganz sicher, was es war, aber bei alten Globi-Büchern kommt das manchmal auch vor. Also einfach der Wortlaut, der einfach totsmal zeitgemäß war, wo du jetzt sagst, nein, machen wir nicht mehr. Und dann muss man es irgendwie anders formulieren. Mein Sohn ist 2, das geht noch relativ einfach. Das geht relativ einfach, aber es zieht sich durch alles durch. Wir haben jetzt auch Astrid Lindgren, Weihnachtsgeschichten, die Weihnachtszeit,
habe ich ihnen die Geschichten vorgelesen. Und auch dort, jetzt aber nicht bezüglich Rassismus, aber mehr, habe ich dann auch mal gefunden, es war dann immer die Mami, die in der Küche gestanden ist den ganzen Tag. Und der Braten war im Ofen und der Papa ist dann immer am Abend heimgekommen. Und ich habe dann schon auch mal noch schnell irgendwie noch einen Papi eingeflochten, der dann auch noch Bohnen geschnetzelt hat oder irgendwie so. ich glaube, das ist, ja, das wird immer so sein, dass in Büchern vor 1980 das halt das Thema ist. Vielleicht auch später noch. Hey, wir haben schon viel länger geredet als eigentlich beabsichtigt, aber es war spannend gewesen. Danke vielmals. Danke dir. Ja, da sind wir jetzt das mal ein bisschen länger gewesen, das gebe ich zu. Aber ganz ehrlich, also eine ganz genau definierte Länge haben wir sowieso nie im Surprise-Tag. Und wenn es jetzt halt mal ein bisschen länger war mit Schwätzen, dann sei es jetzt halt einfach mal so in dem Moment. Der ganze Brief mit all den Themen, die wir jetzt hier schon besprochen haben, der gibt es in der neuen Surprise-Ausgabe. Der hat den Titel «Woher kommst du?» und ist dann im Heft 466. Das ist das erste vom Jahr 2020. Und das gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer vom Surprise Strassenmagazin. Und zwar ab dem 3. Januar. Macht's gut, natürlich. Wir machen weiter mit dem Tag, mit dem Podcast, auch im neuen Jahr. Ich könnte ja gut sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder, weil das ist dann das offizielle Datum, wo er erscheint, immer so etwa um den Mittwoch herum, vor Freitag, wo dann das neue Heft rauskommt. Aber ich weiss ja nicht, wenn ihr den Podcast hört. Vielleicht hört ihr ihn irgendwann, zu irgendeiner Tageszeit, vielleicht irgendwie eine Woche später, nachdem er schon rausgekommen ist. Also ich lade das mal. Ihr wisst ja, einfach kurz vor dem Release, vor dem nächsten Heft, hören wir uns da wieder mit einem neuen Gast zum Surprise-Tag. Macht's gut, bis dann.